Da fehlt uns noch ein bisschen was. Höh? Ernie! Ernie, was machst du denn hier unten? Ernie, alles gut mit dir? Ich glaube, Ernie ist verrückt geworden. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mark. Eigentlich war es noch geplant, mit dem guten alten Dena eine kleine schmergotastische Runde aufzunehmen. Allerdings gab es dort ein paar Verwirrungen und da habe ich jetzt gesagt, dann legen wir doch mal eine Runde alleine los. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Wir müssen jetzt erstmal kurz gucken. Oh ja, ich werde mal ganz kurz hier für die heutige Folge mal mein kleines Jetpack aufladen. Dann werden wir natürlich gleich nochmal in unser Taumonomikon gucken, damit wir mal ein bisschen weiter was erforschen. In der letzten Folge habt ihr ja schon das neue Haus gesehen. Und ich wollte unbedingt mal diesen Vulkanstein, wollte ich noch so ein bisschen entweder in den Ofen packen oder 4 Steine davon in die Crafting Bench, damit da vielleicht irgendwas Cooleres bei rauskommt. Denn ich würde das ganz gerne ein bisschen, ich hätte den Stone gerne ein bisschen cleaner. Das ist übrigens unser neues Haus für die Leute, die die gestrige Folge vielleicht verpasst haben. Da müssen wir jetzt mal hier ganz kurz gucken. Ich werde da unten vielleicht mal ein bisschen was weg. Holzen. So, Holzen war das falsche Wort. Da ist doch gar kein Holz. Haben wir denn hier vielleicht noch ein bisschen was von diesem Bruchstein? Tatsächlich, Basaltpflasterstein. Gucke ich mal, ob man den hier gepflegt reinlegen kann. Glas nehmen wir uns auch nochmal schnell raus. Das sieht ganz gut aus. Und hier ist, yo, gut. Guten Tag, Manni. Mensch, Manni, du hast dich, Manni, das ist Mammut, du hast dich verlaufen, Bro. Genau, mach, dass du wegkommst, Alter. Zack, rein mit dir. Und gleich ist er weg. Wer kommt? Alter, bleib doch da drin. Ne, da hast du erst recht nichts verloren. So, ich guck mal, wie sieht das jetzt aus? Das ist jetzt ganz normaler Basalt. Ich werfe mal den Seelensand weg. Ich guck mal, wie das da draußen aussieht, obwohl ich warte erstmal ein bisschen. Wir gucken derweil mal. Warte mal, ich könnte, wenn wir sowieso schon dabei sind, jetzt hier direkt oben schon mal alles wegnehmen. Machen wir heute am Anfang dieser Folge mal ein bisschen Einsatz in 4 Wänden. Dazu brauche ich allerdings nochmal ein paar Pflastersteine. Ne, Steinziegel heißen die hier auf Deutsch. Perfekt, dass wir das hier mal ein bisschen schicker machen, denn wir sind ja immer noch dabei, uns jetzt endlich mal so ein bisschen häuslich einzurichten. Obwohl ich ja eigentlich, das hier hätte ich alles aus Holz machen können. Das wäre eigentlich auch die bessere Idee, weil Holz wirkt einfach bei so einem urigen Zauberkeller irgendwie cooler, oder meine Damen und Herren? So ungefähr so, wie wir es hier drüben gemacht haben, wäre es ganz schick. Oh, 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 okay, da muss Pedizel erstmal nochmal ein bisschen nachdenken. Derweil brauche ich unbedingt was zu snacken. Fliegen mal hier. Hier waren doch mal Kartoffeln. Wo sind die Kartoffeln hin? Da müssen wir nach da oben. Oh, was haben wir da vorne links? Alright, alright. Mal hier schnell hinspleasen. Mal ein paar Potatoes mopsen. Haben wir denn überhaupt Platz für ein paar Potatoes? Ja, da werfen wir den Fichten-Sapling kurz mal to the side. Und, ups, da habe ich aus Versehen das Feld kaputt gemacht. Das tut mir leid. Aber das wird mir, werden mir die Leute sicherlich nachsehen. So, ein paar Potatoes. Potatoes, Potatoes. Ich hätte jetzt auch Bock auf eine gute alte Ofenkartoffel. Schön mit Sour Cream. Entschuldigen Sie, Sir. Wem gehören Sie eigentlich? Was haben Sie denn bei sich so drin? Nichts Interessantes. So, alles hier schnell wieder. Entschuldigen Sie, ich muss Sie kurz mal zur Seite schubsen. Der tut mir leid. Ich weiß auch gar nicht, wem der gehört. So, warte mal, können wir hier eigentlich neue Sachen scannen? Hier diesen Leuchtkäfer. Ah, ist klar. Diese Sachen aus dem Twilight Forest, die sind scheinbar nicht scannbar. Aber dafür war das hier, Conduit Connector, leider nicht. Die haben wir allerdings alle schon gescannt und haben da richtig krassen Stissel für bekommen. Aber ich habe doch da unten. Stimmt, wir könnten hier unseren Eisengolem mal scannen. Zack, wunderbar. Wir haben ja noch, immer noch so ein kleines Problem mit dem guten alten Ordo. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Hä? Ernie! Ernie, was machst du denn hier unten? Ernie, alles gut mit dir? Ich glaube, Ernie ist verrückt geworden. Was ist los bei dir, Bro? Okay, Ernie. Oh Mann, ich hoffe, der hat keine bleibenden Schäden von irgendwas davon getragen. Ich fliege mal ganz kurz gepflegt hier hin, weil das sind, glaube ich, die Sachen, die man scannen kann. Oh, nee, Dampfdynamo. Den haben wir auch schon gescannt. Was ist denn hier unten? Gucken wir mal. Oh, was ist das denn? Oh, hier hat einer mit Witchery angefangen, so wie es aussieht. Ja, auch nicht schlecht. Zack, ich splies mal hier schnell hin. Gescannt, gescannt. Crap. Oh, Bett haben wir noch nie gescannt. Jawoll. So muss das sein. Ein Schild. Da haben wir allerdings schon. Ja, ich glaube, dann gibt es hier nichts Neues zu entdecken. Glasscheibe. Marble? Verdammt, dass man das alles nicht scannen kann. So, zeige ich eigentlich wieder zurück. Wir müssen uns ja auch nochmal um die Potatoes kümmern. Und dann gucken, was wir als nächstes snacken. Wir haben ja immer noch den Infusion-Altar vor uns. Den werde ich allerdings
glaube ich, zum Start der nächsten Woche anfangen. Denn der ist relativ kompliziert. Da muss ich mir definitiv nochmal ein Tutorial angucken. Wir werden uns jetzt allerdings angucken, was wir denn als nächstes so lernen können. Denn hier ist ja eigentlich immer noch ein bisschen was offen. Da hatten wir das eine Mal ein paar Probleme bei diesem fortgeschrittenen Nodienzapfen. Das hört sich auch ganz, ganz strange an auf Deutsch. Forschungsduplizierung? Geteilte Freude ist doppelte Freude. Okay, klingt eigentlich ganz cool. Ich hätte hier gerne das da oben. Das wäre geil, wenn wir das irgendwie erforschen könnten. Blocktausch. Haben wir Blocktausch schon mal? Ach, stimmt, da brauchten wir diese Balance-Scherbe. Da braucht man im Grunde genommen nur die ganzen Sachen und dann schmeißt man da so eine Erdscherbe rein. Aber ich weiß gar nicht, wie ich die jetzt alle da reinhauen sollte. Da muss ich mir nochmal ein bisschen was angucken. Ich habe mal hier bei Artefakte. Da haben wir immer noch die gute alte Infusion. Du hast diese Forschungsnotiz bereits in deinem Inventar. Ich meine, die können wir uns ja... Das Ding würde bestimmt super coole Sachen freischalten. Deshalb werde ich mich darum jetzt mal kümmern. Wo ist denn die alte Forschungsnotiz? Da, Infusion. Oh ja, die war ein bisschen komplizierter. Aber da gucken wir doch einfach mal. Ich habe ja meinen Laptop wieder offen. Dann schauen wir mal. Zack. Und dann müssen wir zu diesem komischen Hammer. Die Frage ist, was ist denn dieser Hammer? Fabrico. Stimmt, da hatten wir schon mal, habe ich diesen super geilen Joke gebracht mit Fabrico. Das könnte auch ein italienischer Name sein. Die Leute haben gelacht, wie nichts Gutes. Nein, haben sie nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ihr habt mir auch immer den Tipp gegeben, sozusagen die Sachen einfach nur bis hierhin zu bauen. Und dann könnte man die immer so rüberspleasen. Aber das kann ich leider nicht mit dem Research Helper einstellen. So, jetzt machen wir das hier ganz schnell, damit wir hier auch keine Zeit verlieren. Ich hoffe, wir haben, ja, Potential ist das, was wir wirklich noch en masse haben. So, dann kommt dann diesen Ignis hin. Das sind so die Sachen, von denen wir wirklich viele haben. Tellum müsste auch noch vorhanden sein. Ja, aber nicht mehr allzu viel. Dann gibt es jetzt nochmal ein bisschen Instrumentum. Zack. Und dann hoffentlich nochmal Humanus, wenn das klappt. Ja, Humanus. Wo bist du guter alter Spleaser? Das müsste ja weiter hinten sein. Da, Humanus. Zack. So, dann gehen wir nochmal hier von... Was sind denn diese Zahnräder? Maschine. Okay. Hatten wir bis dato, glaube ich, auch noch nicht in irgendeiner Weise in Benutzung. Maschino, Fabrico. Ne, Fabrico. Doch, das ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5. Passt auch. Find Connection. Brauchen wir auch wieder ein bisschen Instrumentum. Ist das überhaupt richtig? Sind das jetzt nicht sogar 6? 1, 2, 3, 4, ne, 5. Passt alles. Dann packen wir hier. Oh, ja. Da ist erstmal mein Handy ein bisschen am Vibraten. Das passt ja wieder tipptopp. Das ist immer, wenn ich in der Aufnahme bin. Das ist skandalös. So, dann wieder Instrumentum. Dann nochmal Tellum. Na, wo bist du? Da oben. Zack. Achso, jetzt haben wir... Guck mal, so wäre das eben gewesen. Dann kann man die Sachen verbinden. Das war jetzt nicht mal mit Absicht, sondern das ist einfach so passiert. Zack, Infusion, Alter. Patz, Alter. Habe ich jetzt neue Sachen? Jawoll! Das ist genau das. Das ist der Stiefel des Reisenden. Damit ist man richtig, richtig schnell. Aber... dieser Infusion-Altar, der ist richtig, richtig... Ihr seht das schon, wie viele Seiten hier zu diesem Ding sind. So wird er irgendwann mal aussehen, der Infusion-Altar. Aber um das überhaupt zu craften, gibt es... Also das wird auf jeden Fall... Oh, nice! Weil hier sind auch Schwert des Sephir. Das ist zum Beispiel ein Schwert, wütende Winde. Damit kann man fliegen. Richtig, richtig nice. Spiegelmagie, Arcana Bora... Also, ich weiß, Hacke des Wachstums. Ah, das ist, glaube ich, diese Hacke. Damit kann ich zum Beispiel Sachen einfach ganz easygoing wachsen lassen. Sagen wir mal, ich packe einen Zeppling dahin, patz, einmal drauf da und schon ist da ein riesiger Baum draus geworden. Die Schaufel des Erdschürfers. Axt des Stroms. Oh yeah, Leute. Also, wenn ich mich nach dem Wochenende mit der Infusion auseinandergesetzt habe, da unten ist auch noch irgend so ein Helm. Oh, was ist das denn? Runenschilde. Schilde hoch. Du benötigst ein Schreibset und Papier. Ey, das möchte ich mal gucken, weil die anderen Sachen, dafür braucht man eben diesen Arkan, diese arkane Infusion. Die kann ich jetzt allerdings mir nicht so einfach aus der Hüfte schnitzen. Ich werde mir jetzt erstmal hier so ein gutes altes Schreibset irgendwo nehmen. Ich weiß gar nicht, wo ich die Sachen mal wieder hier hingetan habe. Das habe ich schon. Gibt es hier vielleicht irgendwas, was Pedizzle noch nicht? Ätherische Essenz. Ne, habe ich echt schon alles gescannt. Da sind auch die guten alten Fleischgolems, die wir noch nicht gesnackt haben. Mensch, wo ist denn hier mal ein gutes altes Schreibset und ein bisschen Papyrus? Das wäre vielleicht mal ganz interessant.
Ja, haben wir hier. Appetit. Ich hoffe mal, ich bin nicht wieder so blind. Warte mal, hier haben wir erstmal Papier. Dann nehmen wir uns einfach das Schreibset hier mal ganz gepflegt raus. Und dann holen wir uns hier Runenschilde. Oh, was gibt's denn da oben noch? Lampe der Fruchtbarkeit wirft auf alles ein romantisches Licht. Auch nicht schlecht. Ich gucke mir jetzt aber erstmal an, was... Achso, ich habe die Forschungsnotiz erstmal in meinem Inventar. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal hier wieder drei kalte Winter irgendwas zusammenfügen. Aber diese Runenschilde würde ich jetzt schon ganz gerne mal... Da würde ich gerne wissen, was das ist. Achso, jetzt müssen wir unser Schreibset... Oh, alter Schwede. Was brauche ich denn hier alles? Oh, wir hatten sogar ein Schreibset bei uns im Inventar. Oh, crap. Alter, da brauche ich ja richtig viel. Aber egal, da mocken wir. Wir sind ja gerade mal bei 10 Minuten. Dann ist das heute unser... Nochmal, was wir machen. Ich hoffe, ich brauche nicht zu viel von diesem ganzen Kram, den ich nicht so habe hier. Wir haben nämlich nur ein Ordo. Und ein Ordo ist jetzt nicht unbedingt sonderlich viel. So, Tutamen. Okay, okay, da brauchen wir zumindest kein Ordo für. 1, 2, 3, 4 benötigen wir nur. Mach ich mal hier zurück auf 4. Leute, sag mal, ist das Wetter bei euch auch so abartig geil heute? Also, hier ist absoluter Sonnenschein. Wir haben es ja gerade, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Es ist noch relativ früh. Und für diese Uhrzeit ist es schon richtig warm. Also, ich werde auf jeden Fall heute im Rhein schwimmen gehen. Nee, werde ich nicht, weil ich glaube... Nein, da brauchen wir einmal Ordo. Oh Mann. Ja, toll. Einmal habe ich das. Aber das war's auch schon. Ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht gleich nochmal Ordo. Denn ansonsten haben wir ein ordentliches Problem. Warum? Das war echt ein richtiger Flachwitz. So, jetzt nochmal hier das mit AR kombinieren. Zack, das sind auch nur 1, 2, 3, 4. Perfekt. Kommt ein bisschen Modus. Bisschen Bischia. Dann müssen wir wieder ganz... Oh, Bischia haben wir... Hä? Nein! Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, das war jetzt gerade doof. Da habe ich ein gutes... Haben wir das zurückbekommen? Modus? Ne, Modus haben wir leider nicht zurückbekommen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Bisschen blöd gelaufen. Aber kann man nicht ändern. Ich bin halt ein guter alter Schusselkopf. So, Bischia. Dann kommt da Humanus hin. Und dann kommt da nochmal Instrumentum. Zack, so. Dann hätten wir das auch schon mal zusammen. 1, 2, 3. Brauchen wir nur von Potentia zu... Precacio oder so. Mann, ich möchte wissen, was dieser komische Schild überhaupt ist. 1, 2, ja, sind letztlich nur 3. Bitte kein Ordo, bitte kein Ordo. Nein, und das Erste, was man hier braucht, ist Ordo. Crap! Warte mal, dann machen wir das anders. Ich werde jetzt einfach ganz schnell, vielleicht kriegen wir das tatsächlich noch hin. So, ich hol's einfach so einen guten alten Baum hier vorne ab. Nehmen wir einfach mal den hier. Zack. Mal so wegkommst. Denn wenn man Crafting Benches einfach da reinlegt. Wir könnten auch alternativ... warte mal. Zack, zack, zack. Wir brauchen ein paar mehr. So, haben wir 6 Stück. Ich hoffe, dass da wenigstens einmal Ordo bei rauskommt. So, warte mal. dich baue ich auch nochmal schnell ab. Die baue ich nämlich auch überhaupt nicht. Zumindest nicht da oben. Oh, es wird Spaß machen. Im nächsten Livestream, der dann, denke ich, auch im Laufe der nächsten Woche kommt, werde ich auf jeden Fall... mein Haus endlich fertigstellen, sodass wir dann richtig schön umziehen können. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, direkt Ordo. Perdicio. Na komm, gib mir nochmal Ordo. Perdicio, egal, wir haben jetzt ja zumindest das, was wir brauchen. Weil ich glaube, ich brauche hier nur einmal Ordo. Bam, 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 bam. Jetzt dürfen wir es nicht verkackeiern. Nicht verkacken. So. 1. Dann nein! Nein! Und wir haben auch keinen... Wir haben ja kein Permutatio. Komm schon, hier nochmal. Gib mir ein bisschen, gib mir Ordo, gib mir Ordo, gib mir Ordo. Nein, nicht AR, gib mir Ordo. Nein, komm, 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 komm. Ah, verdammt. Kann ich dich da reinlegen? Bitte, bitte, du bist auch ein Crafting Table. Ja, oh, du bist gar nichts. Okay, 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 alles ease. Dann nehme ich eben... Ah, die kann ich ja nicht umwandeln. Ich habe hier wieder kein Holz. Müssen wir schnell nochmal hier vorne hin. Müssen wir nochmal einen Baum abholzen. Oh, wir sind bei 15 Minuten. Ich möchte wissen, was dieser Schild ist. Zack, 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 zack. Ich meine, die Bäume können wir sowieso alle wieder anpflanzen. Das ist... Warte mal, das kann ich sogar jetzt tun. Indem ich hier einmal ganz gepflegt... Blub. Und... Blub. Und... Blub. Und hier nochmal einen...
So völlig, völlig random. Zack. Okidoki, dann müssen wir dich mal wieder hier umbasteln. Sodass wir hier... Okay, das ist immer so ein bisschen wie Lotto spielen. Warte mal, ich könnte eigentlich auch da vorne rein, weil da hat Dena sich ja irgendeinen Weg gegraben. Der alte Halodri. So, zack. Okay, komm. Ordo. Nein, nicht AR. Gib mir Ordo. Jawohl. Gib mir nochmal Ordo. Jawohl. Nochmal Ordo. Verdammt. Oder jetzt? AR? Aber das passt. Komm schon. Bitte nochmal einmal Ordo. Das wird mir echt viel helfen. Nein, nicht Aqua. Ordo. Aqua. Ordo. Oh, da kam dann nur Aqua bei raus. Aber egal, das muss jetzt eigentlich passen. Jetzt brauchen wir das gute alte Permutatio. Dazu muss ich Ordo zusammenlegen mit Perdicio. Okidoki. Dann kommt das. Einmal. Da brauche ich ja ein bisschen mehr noch. Zack, Perdicio. Und dann kommt da noch Vizium oder sowas hin. Ja, obwohl, das kriegen wir sogar noch hin. Oh, von diesem Precatio haben wir richtig viel. Und müssen wir nochmal hier. Das mal kurz wegtun. Und den zusammenfügen. Zack, dann haben wir den. Und dann haben wir das auch. Okay, jetzt wird nochmal der gute alte Percatio mit AR zusammengeführt. Zack, das sind 1, 2, 3, 4. Alright. Find Connection. Baue ich ein bisschen Modus. Aber wo muss ich das Modus ansetzen? Bei AR. Vinculum. Zack. Perdicio. Zack. Und dann, und dann kommt hier der nochmal. Beschmutzung. Das hört sich ein bisschen komisch an. Wieso gerade. Oh, warte mal, sind das nicht die beiden? Ja. Zack, zusammenfügen. Und dann haben wir das endlich. Wunderbar. Runenschilde. Zack. Und dann lernen wir das Ganze. Rivalitarisierender Ring des Schutzes. Runenschild-Erweiterung. Schilde auf Maximum. Okay, lesen wir. Deine Forschung über magischen Schutz hat dich die Runenrüstung entdecken lassen. Der Name ist irreführend, denn es handelt sich nicht um eine klassische Rüstung, sondern um eine Sammlung aus Amuletten, Siegeln und anderen Schutzzaubern, die mit normaler Kleidung getragen werden. Diese formen eine magische Barriere, die dich vor den meisten Schadensarten beschützt. Die Rüstung besitzt eine Anzahl an Trefferpunkten, von denen der Schaden abgezogen wird, der dich sonst träfe. Wenn die Trefferpunkte nicht mehr vorhanden sind, bekommst du normalen Schaden. Das ist ja klar, so ein Schild ist halt so. Die Runenschilde laden sich mit der Zeit wieder auf und benötigen Terra und AR-Wiss, um sich wieder aufzuladen, welche sie aus deinen Stäben ziehen. Die Rüstung bietet keinen Schutz gegen Schaden durch Ertrinken, Verhungern oder andere Umweltgefahren. Durch ihre Natur kann diese Rüstung nicht normal verzaubert werden, aber du bist sicher, dass es Möglichkeiten gibt, die zu verbessern. Du musst sie nur finden. Das ist ja richtig fett. Und das ist auch wieder über die arkane Infusion. Nice one. Hä? Was war das gerade für ein Effekt? Habt ihr das gesehen? Ich muss mal kurz eine Potato essen. Oh Mensch, wir sind auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt, meine Damen und Herren. Alter Falter, wir haben wieder gut was geschafft. Die arkane Infusion, die muss auf jeden Fall nochmal geslurpt werden. Alter Schwede, wir werden in Zukunft richtig geilen Kram haben. Ey, ich meine, wenn wir hier... Erstmal können wir uns die Stiefel des Reisenden machen, wenn wir die Infusion haben. Beziehungsweise wenn wir das alles aufgebaut haben. Dann sind wir echt richtig, richtig schnell. Dann können wir hier Sachen machen, womit wir noch geschützt werden. Also Leute, da fehlt im Grunde genommen nur noch, dass wir nochmal bei Tinker's Construct und so eine richtig fette Waffe machen. Und dann... läuft auf jeden Fall. Läuft das Ganze. Meine Damen und Herren, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.